Ausrüstung für die Expedition Erdreich. Schüler als Forscher am Campus St. Michael in Traunstein. Hier wollen die Jugendlichen den Boden erkunden. Betreut von der Biologin Rebecca Rogers-Fuchs. Ich glaube, es wird sehr Spaß machen. Ist ja jetzt nicht so ewig. Und man lernt ein bisschen was dazu. Und Wissenschaft ist ja schon irgendwie auch was Cooles. Ich habe mich auch komplett neu auf dieses Thema eingelassen. Dachte mir, irgendwas Neues macht bestimmt Spaß. Kann man was Neues lernen, kann man ein bisschen was fürs Leben mitnehmen. Mein persönlicher Mehrwert daraus ist eigentlich einfach nur die Erfahrung. Mich interessiert es auch brennend, sage ich jetzt mal, einfach ein bisschen mehr über die Natur zu erfahren. Ich bin gern draußen in der Natur. Ich bin halt eigentlich Naturbursch, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Also macht schon ziemlich viel Spaß hier. Die erste Herausforderung, den geeigneten Platz für die Erkundung finden. Standortnamen da. Insektengarten, oder? Einmal Insektengarten und einmal Gemüsebeet. Forschungsroutine lernen, dokumentieren. Dann der erste Spatenstich und die Frage, welchen Boden haben wir überhaupt? Die Hobbyforscher formen Kugeln und Walzen. Sind sie stabil oder zerkrümeln sie beim Reiben? Die Diagnose? Quasi die Probe fühlt sich sehr samtig und mehlig an, sind fast keine Körnchen zu erkennen. Ah, und man hat dann viel Bodenmaterial in den Fingerrillen, dann ist es schluffiger Boden. Die nächste Aufgabe, Durchwurzelung bestimmen. Es sollte nicht tiefer als das Spatenblatt sein. Je mehr Wurzeln, desto besser. Aber das hängt vom Boden ab. Je dichter und fester der Boden, desto schwerer können Wurzeln hereinwachsen. Der Boden hier ist stark durchwurzelt. Gut so. Ja, wir haben über 20. Diese Aufgabe zeigt, in der Forschung geht es oft nicht um Genie, sondern um Genauigkeit und Fleiß. Die letzte Messung, der pH-Wert. Ist der Boden sauer oder alkalisch? Wieder Bestnote. Leicht sauer, also optimal. Dann die letzte, wichtigste Aufgabe. Die Schüler vergraben Teebeutel, grünen Tee und Rooibos. Wieder ist Genauigkeit gefragt. Jeder Beutel muss vorher gewogen werden. Gute Kennzeichnung ist wichtig, denn in 3 Monaten sollen die Beutel wieder ausgegraben und nochmal gewogen werden. Das ist die wichtigste Frage der Jungforscher. Wie stark hat der Boden die Beutel in dieser Zeit zersetzt? Ich glaube, es ist total wichtig, dass Jugendliche früh wissenschaftliches Arbeiten kennenlernen. Einfach sich damit zu beschäftigen, ein Forschungsprojekt vorzubereiten, dann wirklich die Arbeit akribisch ausführen, ganz detailliert, hypothesenbegleitet zu arbeiten und dann auch Daten zu haben, die man eingeben kann, die man analysieren kann und die man auch selbst reflektieren kann. Das ist, glaube ich, toll, dass wir bei diesem Projekt mitmachen konnten. Und dabei noch Spaß zu haben, dann macht Forschung richtig Freude. In 3 Monaten also geht die Expedition weiter. Jetzt ist es Herbst. Die Jungforscher treten wieder an. Die Aufgabe klingt einfach. Die Teebeutel wiederfinden und ausgraben. Ist sie aber nicht. Gut, dass die Schüler im Sommer so akribisch waren. Die Fotos helfen. Da einmal einstechen, ne? Das könnte einfach. Oh. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Dann ist das das Stäbchen Pfosten. Ah, wuhu. Gefunden. Das erste. Ja, ich habe auch schon den ersten Anhänger. Super. Und dann ausgraben, ohne die Beutel kaputt zu machen. So. Ist das jetzt irgendwo? Nein, da drin. Nach 3 Monaten im Boden sind sie auch nicht mehr so gut zu erkennen. Warte, was kannst du suchen? Oh, da ist er direkt. Ich hab. Nein. Aber, oder? Das ist ein Stein, oder? Das ist ein Schrein, Michi. Ah, Mann, ich bin heute wirklich ein bisschen. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn. Der war ganz schräg vergraben. Der ist sogar noch ganz.
Es dauert über eine Stunde. Doch dann haben die Schüler tatsächlich alle 6 Beutel geborgen und gesäubert. Wie vor 3 Monaten. Die Beutel werden gewogen. Je mehr sie an Gewicht verloren haben, desto größer die Zersetzungsrate, desto höher die Aktivität des Bodens. Die Kurzauswertung zeigt, dass wir auf dem Standort eine hohe Zersetzungsrate haben, also eine sehr hohe Bodenaktivität. Und das würde bedeuten, dass für den Standort hier wir wirklich einen guten Boden haben für die Nutzung. Für die Schüler war die Expedition Erdreich im Wortsinne Neuland. Ich habe mich davor noch nie so wirklich mit Forschung beschäftigt, geschweige denn mit irgendwie Bodenkunde oder so. Aber im Endeffekt hat es mich jetzt schon tatsächlich beeindruckt, dass da jetzt so viele Tiere, dass da jetzt so viel Gras drüber gewachsen ist und vor allen Dingen, dass die noch so gut erhalten sind und dass der Boden eigentlich ganz toll ist. Das ist besser als erwartet. Das war schon auch was, wo ich jetzt gesagt habe, da hatte ich jetzt Freude dran, irgendwie das einzugraben und jetzt nochmal, ja, wie so eine kleine Schatzsuche, das auszugraben. Also mit anderen Worten, auch irgendwie Forschung kann auch Spaß machen. Expedition Erdreich zeigt, Forschung braucht kein Genie. Neugierde und Fleiß reichen.